Position. Wir sind startbereit. Und los geht's. Start zum 8. Rennen des Tages. So, da geht's los. Und um die Spitze bemüht hier gleich mal Kalida. Aber innen ist Incontro gut dabei. Mit Kalida außen. Dann ist Königstern dabei. Epaton, Aljondra. Dahinter dann American Five. Und so geht es dann erstmal Richtung ersten Bogen, der Tribünenbogen, der jetzt angesteuert wird. In Contro an der Innenseite nun vorn vor Königstern, Epaton. Dann ist Kalida dicht auf. Turfalk hat sich auf Platz 5 verbessern können. Dahinter Aljondra. Dann sehen wir die Farben von Like Me. Dahinter Borneo mit American Five. Smart ist drittletzter aktuell. Und dahinter sehen wir noch die Farben an letzter Position im Moment. Opera, Snow und knapp davor Avorio. Die Gegenseite ist mittlerweile erreicht und vorne weiter Incontro mit Begleitung von Königstern, dahinter Epaton, dann Turfalke, dicht dahinter Kalida, die jetzt aber etwas zurückfällt. Dafür rückt innen Aljondra nach, weiter außen macht Borneo etwas Bodengut. Dann sehen wir im Mittelfeld auch Like Me prominent und weiter zurück in der Partie dann hinten aktuell unter anderem Avorio. Und auch weiterhin Opera Snow ebenso wie American Five. Es geht langsam aber sicher zum Ende der Gegenseite. Und Königstern mittlerweile alleine in Führung. An der Innenkante in Contro. Dann Turfalke schon ein bisschen unter einem Ritt von Steffi Kojunschu fällt zurück. Dafür Dritter jetzt wieder Epaton. Aljondra auf Rang 4 setzt nach. Like Me kommt besser in die Partie. American Five versucht weiter innen jetzt auch den Anschluss herzustellen. Macht das auch, ist jetzt Fünfter. Und weiter zurück versucht dann auch Smaragd vom Ende des Feldes durchzudringen. Auch der macht Boden gut. Aber vorne geht Königstern in guter Haltung mit der Führung jetzt gleich in die Gerade. Incontro an zweiter Position. Kam da gerade ein bisschen aus dem Takt. Und dann Epaton jetzt zur Stelle, greift außen an. Aber Königstern führt. Epaton dahinter Incontro. Dann an der Außenseite Aljondra wird jetzt stark. Und auch American Fighter mischt mit. Von weiter hinten versucht sich an der Innenseite Opera Snow. Vorne Königstern mit Epaton. Epaton jetzt wohl knapp vorn. Königstern wehrt sich aber. Königstern wieder zurück an der Spitze, Epaton dahinter, dann Aljondra mit American Five und in den Contro, aber hier vorne ist Königstern der Favorit und der wird sich hier durchsetzen. Er bezwingt Epaton, dann Aljondra vor American Five in Contro dahinter und dann war es Opera Snow auf Rang 6 vor Like Me, Smaragd und Avorio sowie dem aufgelösten Rest. Also, endgültiger Richterspruch, achtes Rennen. Sieger die 1 Königstern, zweiter die 9 Epaton, dritter die 4 Aljondra, vierter die 5 American Five und fünfter die 8 Incontro. Sicher eine halbe Länge, 3 Längen, 3 Viertel und 3,5, 2 Minuten 21,03 die Siegerzeit. Die Quoten dazu, Sieg 2,30 Euro, die Plätze 1,20 Euro, 1,90 Euro, nochmal 1,90 Euro und 2 Euro. Die Quote der Zweierwette 21,20 Euro, die Quote der Dreierwette 172,50 Euro. Viererwette ist getroffen, bezahlt 716 Euro und die 2 aus 4, 4,10 Euro.